Moin Leute, ich bin nur wieder am Wasser. Letzte Video schon ein bisschen länger her, aber trotzdem geil Video, der Doppeldrill mit René. Habe ich so noch nie erlebt, dass ich einen Run erlebe, wenn die Route in meiner Hand ist. War absolut, ja, Highlight von Tüten, ihr habt es ja gesehen. Es war schon ein Riesenspektakel. Wir haben jetzt die heißen Wochen hinter uns und die Nacht erwartet uns hier in Brandenburg ein ziemlich heftiges Gewitter. Ich bin da draußen, weil ich erhoffe mir durch das Gewitter die großen Fische zu fangen oder überhaupt einen Fisch zu fangen. Ich hatte jetzt von Freitag zu Samstag in der Nacht schon einen kleinen gehabt. Hier seht ihr den nochmal. Das ist kein großer, auch nur auf der Matte fotografiert. Ja. Ich habe jetzt meine Spots hier wieder draußen gewählt, sonst angel ich ja hier immer recht ufernah. Aber ich habe jetzt hier die Spots draußen gewählt, weil ich einfach draußen mehr Fischaktivitäten sehe. Beziehungsweise die großen Fische, da sind die Aktivitäten, die Bugwellen und was sie da machen, mehr zu sehen wie hier vorne. Gründeln, ihr seht, habe ich jetzt noch keinen. Wir haben zwar immer hier Ententeich, alles schön glatt, aber man sieht hier nichts gründeln. Hier vorne am Seerosenfeld, direkt hinter der Birke, sieht man auch nichts gründeln. Also tagsüber, klar, bei der Hitze über, weiß ich nicht, über 35 Grad hatten wir ja so, ja, oder haben wir jetzt die Tage gehabt. Klar, da stehen die Fische irgendwo und entweder sonnen sich oder stehen im Schatten, machen nichts. Und abends, wenn die Temperatur ein bisschen runterfällt, so 7, 8 Grad weniger werden, da sind sie dann aktiv. Ja, mal schauen, ob der Plan mit dem Gewitter aufgeht. Ich hoffe ja, reichlich Abkühlung, reichlich Fischaktivität. Mal schauen, ob das aufgeht. Und wenn das klappt, dann werde ich euch auf dem Laufenden halten. Wie lange ich draußen bleibe, Montag, Dienstag, weiß ich noch nicht. Hängt von dem Wetter an und die Erfolge. Ja, muss dazu sagen, der eine Spot, da bin ich mir nicht so sicher, ist auf der linken Route auch. 55, 60 Meter ungefähr draußen. Da habe ich eine neue Pille dran, die haben wir hier an dem Gewässer noch nicht probiert. Das ist der Tanguin-Fisch. Ja, mal schauen. Ist jetzt auch noch nicht eben Pieper, ja nichts drauf gehabt, kein Fisch. Naja, auf der zweiten Route, wie wir wohnen, Tuna Spice. Der Köder hier schlechthin. Ja. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Schauen wir mal, was kommt. Zur Not schlafe ich halt aus. Oder rein, ich halt auf den Läufnern. Ja, moin Leute. Mit Unwetter. Das ist vorbei, das war ja nicht so dolle. War nur eine Menge Regen. Regnet jetzt schon wieder oder immer noch. Ja, den Erfolg hat es nicht gebracht, den ich erhofft habe. Die Nacht konnte ich durchschlafen, hatte zwei Piepser. Ja, ich habe es ein bisschen anders vorgestellt. Mal kicken, ich mache noch eine Nacht. Habe jetzt einen Spot verlegt auf Uferentfernung, also Ufernahm. Den habe ich auch zwei Tage vorher mit ein paar Boilies gefüttert. Nicht befischt, nur gefüttert. Und na, jetzt habe ich da eine Route abgelegt. Mal schauen, ob noch was geht. Ja, ansonsten ist jetzt hier im Zelt hocken angesagt. Regen, Regen, Regen. Soll bis Mittwoch durchregnen. Naja, aber hauptsächlich kuschelig warm. Und die Abkühlung, die wir jetzt haben, die tut nicht nur den Fischen gut, sondern auch mir. Ja, eigentlich wartet schon gewesen, wenn jetzt noch was passiert. Vielleicht ein Fisch oder so. Dann melden wir natürlich nochmal und wenn nicht. Dann haut drin, fahrt ans Wasser und fangt die dicken Fische, Jungs. Ciao. Jo Leute, anscheinend hat der Ding der Plan auf mit dem Wetterwechsel. Gerade eben Run. Du bist jetzt nicht größer. Aber hat jetzt 3 Sekunden aufgehört zu regnen. Bep. 3 Minuten. 3 Minuten aufgehört zu regnen. Und bumm, da kam der Fisch. Ja, scheint nur ein kleiner Spritzer zu sein. Noch kann ich nicht sehen. Versuche euch immer ein bisschen was zu zeigen. Jetzt ist die Kamerabelichtung nicht mehr so toll. Oh, ist ein kleiner. Jetzt sind wir hier ins Unterholz.
Und wir fangen auf den neuen Spot. Heute Morgen die Route abgelegt. Und zack. Ging da was. Auf den anderen Spot dann ist auch mal eine Fischaktivität. Aber ich werde hier vorne den Platz weiter befischen. Ganz schön agil, der Kling, auch gut. Ganz kleiner Spritzer. Wird er haben. 3 Kilo. Aber der ist nicht müde. Der ist noch nicht müde. Jetzt ist er müde. So Leute, ich werde mich gleich nochmal melden, wenn ich den Fisch versorgt habe. Bis gleich. Ja, der Planing auf. Boah, gerade den Fisch gehabt, habt ihr gesehen. Ja, der Planing auf. Weil ich auf den Platz gefangen, wo ich 2 Tage gefüttert habe und nicht gefischt habe. So mein Ausweichspot für den Fall der Fälle, falls er noch nicht funktioniert. Ja, und der Ausweichspot hat Erfolg gebracht. Es war ein kleiner Fisch. Ich habe ihn jetzt sogar nicht gewogen. Der gesehen, war ein kleiner Spritzer. Ich denke mal so 3 Kilo vielleicht. Ja. Ist jetzt 10 nach halb 8. Da hat er ungefähr ein bisschen. Aber jetzt 10 vor 8. Werde ich jetzt noch die andere Route raushauen. Die Wetter draußen. Mal kicken, vielleicht, dass da die Nacht noch was funktioniert. Ich bin gespannt. Ein Fisch, also jetzt ist schon der zweite Fisch tatsächlich. Ein Fisch in knallender Hitze von Freitag auf Samstag und jetzt bei 15 Grad weniger, jetzt wird der Fisch. Ja, die Fische sind da. Das Kuriose ist, ich habe ja vorhin immer so die Plätze beobachtet, immer meinen da draußen und den hier vorne. Draußen auf den, da sehe ich Gründeln, da sehe ich ab und zu mal buckeln, alles wunderbar. Hier vorne auf dem Platz, nichts, absolut nichts. Totentanz. Tja, ich habe versucht mal die Gründelblasen hinten einzufangen, aber das ist halt gar nicht so einfach. Hier hinter euch ist ja, also hinter der Kamera ist ja auch das Seerosenfeld, da siehst du auch keine Aktivitäten, wirklich nur die Fische draußen. Deswegen habe ich auch anfangs draußen die Fische mit meinen Routen. Aber der Wechsel, da kam gerade auch wieder einer hoch. Ach scheiß, gegen die Band. Fahren verloren. Ich melde mich später, haut da rein, Jungs. Jo Leute, da ist er. Der erste Fisch bei Regen. Ach, okay, ein großer. Aber trotzdem 14 Pfund. Hat er. Schöner Fisch. Ach, da ist er. Schau ich mal dicke Paddel an, Jungs. Mann, hat der Spaß gemacht. 15 Minuten, nachdem ich den Kleinen hatte, ist der dicke hier. Schöne Nummer. Oh. So. Meine 2 Fische, die ich wollte die Nacht, die habe ich. Aber jetzt können noch mehr kommen. Haut da rein.